Das ist auch eine Konsole. Mit der kann ich dann bestimmt den Kran bedienen. Ich wollte ihn eigentlich runterschmeißen. Oh, wer seid ihr denn? Seid ihr die League of Assassins Future? Jedes Mal das Gleiche mit der Rechten. Lufteinheit C, seht zu, dass die Bomben scharf und einsatzbereit sind. Die Armee darf nicht einmal in die Nähe dieser Stadt gelangen. Dann bewegen QE. So wird's gehen. Verlassen, Steuerung. Und drüben. Das war's. Das ist immer besser. Gegen das Fahrzeug. Seine Offensivfähigkeit ist viel stärker als erwartet. Hab keine Zeit verschwendet. Wozu auch Zeit verschwenden, wenn es schneller geht, Mr. Knight? Gut. Jetzt ist der Weg da oben frei. Jetzt sind es schon zwei tote Arbeiter. Ich hätte das verhindern sollen. Wahrscheinlich hat der letzte Arbeiter dann die entscheidenden Informationen. Batman, hör zu. Ich habe mit Robin gesprochen. Du solltest dir wirklich von ihm helfen lassen. Du trittst gegen eine Armee an. Ich brauche ihn nicht. Wir sind ein Team. Die Stadt braucht uns beide. Ich schaffe das, Robin. Du weißt, was du zu tun hast. Also tu's. Das kann warten. Was hat er denn zu tun? Es nicht. Es steht viel auf dem Spiel. Du musst konzentriert bleiben, bevor es schlimmer wird. Viel schlimmer. Du solltest nicht so hart zu Tim sein. Er will nur helfen. Lass deine Gefühle für ihn nicht dein Urteilsvermögen trüben. Denkst du, ich will ihn da draußen in Gefahr sehen? Das Gegenteil wäre mir lieber. Aber er kann dir helfen. Wenn Robin diese Menschen nicht retten kann, wird der Fallout genauso gefährlich wie Scarecrows Bombe. Fallout. Ich war gespannt. Gut, Batmobil, dein Auftritt.
Was mache ich denn? Oh, das sieht zum Zerstören schön aus. Vielen Dank. Toter Nummer 3. Diese Tiere werden dafür bezahlen. Wir werden sie aufhalten. Das machen wir doch immer, oder? So, jetzt habe ich wieder 3. Wenn ich den Arbeiter erreichen will, muss ich den Aufzug irgendwie bewegen. Tja, das mit unterirdisch war am Anfang schon mal ziemlich gut. Die Wand sieht auch so zerstörbar aus. Dann öffnet sich jetzt der Aufzug. Auf der Seite hier, ja. Ja. An alle Bodeneinheiten. Jetzt können wir das mit dem Bettenbier kaputt machen. Wachtürme und Checkpoints sind voll betriebsfähig. Ich will Kampfeinheiten auf mir gar nicht sehen. Eine Drohne in jeder einzelnen Seitengasse. Dann eben so. Ziehen. Noch weiter fährt der Fahrstuhl nicht. Der Fahrstuhl muss ganz nach oben. Noch weiter fährt der Fahrstuhl nicht. Noch weiter fährt der Fahrstuhl nicht. Noch weiter fährt der Fahrstuhl nicht. Ich hab's verstanden. Ich hätte nicht ausklicken sollen. Runter. Ich muss ja irgendwie wieder zum Bettmobil und die Winde ausklinken. Keine gute Idee, den Aufzug fallen zu lassen, wenn ich drin bin. Ah, jetzt langsam wieder nach vorne. Dann so, ich dachte, wir machen das ein bisschen cooler. Von oben. Ich verstehe es einfach nicht. Dieser Neid-Typ taucht einfach so auf und baut diese Armee auf. Ich meine, dann muss er reicher sein als Bruce Wayne.
Darum habe ich noch nie von ihm gehört. Es gibt das Geld. Jeder Superschurke hier spielt bei diesem Ding mit. Diese Arkham Knight hat die ganze Sache also finanziert. Also muss dieser Arkham Knight Arkham Knight. Dieser Arkham Knight muss Geld besitzen halt, weil er das Ganze finanziert. Unter Arkham Knight, unter der Maske, steckt auch einer. Und wahrscheinlich ist das einfach ein Feind von Bruce Wayne und nicht von Batman. Und ganz am Anfang hieß es, so ist Batman gestorben. Ja, Batman ist dann vielleicht gestorben, aber Bruce Wayne, der lebt ja dann immer noch. Ich hoffe, Phase 2 ist das alles wert. Mein Rücken bringt mich um. Multi ausschalten, vergrößern. Dass ich mehr. Was ist denn das? Batmobil hat damit ja nichts zu tun. Batsuit. 6 Punkte, ich habe aber nur 2. Du hast also jetzt schon Angst. Warte erstmal ab, bis die Bombe hochgeht. So, die 3. Diesen Assassinen. Was ist. Wer ist dein Laster? Was war da? Diese Assassinen-Schwertkämpfer scheinen aber auch zu Arkham Knight zu gehören. Das war's. 3 Punkte. Sie sind frei. Kommen Sie hier raus. Sie sind der Letzte. Schon gut. Sie sind sicher. Du kommst zu spät. Wir sind so gut wie tot. Du weißt von der Bombe, nicht wahr? Wo ist er? Ich habe gehört, er sei in der zentralen Mischkammer. Du weißt, was das heißt. Er bereitet die Freisetzung des Toxins vor. Ich habe gesehen, was es mit den Leuten anstellt. Wenn das Gas entweicht, dann gibt es Chaos. Das lasse ich nicht zu. Warten Sie beim Batmobil, ich bringe Sie hier raus. Jim, der zweite Arbeiter ist gerettet. Ich komme zu dir. Was ist mit Scarecrow? Er ist in der zentralen Mischkammer. Sobald die Techniker sicher sind, schnappe ich ihn mir. Ich glaube nicht, dass Scarecrow hier ist. Schlimmer. Aber ich stoppe ihn. Du hast mein Wort. Ich glaube nicht, dass er hier ist. Das ist genauso wie bei Poison Ivy. Ha, du dachtest, ich wäre hier, Batman? Nein, ich bin hier nicht. Aber viel Spaß mit meinem Nervengift. Dann haben wir eine Halluzination und sind Joker. Oh Gott, wir stecken hier unten fest. Das ist der einzige Weg hier raus und der ist Schrott. Nein. Ich habe da ein schönes Spielzeug oben. Das wird uns hier rausholen. Er bewegt sich. Wie machst du das? Ach egal. Ich bin nur froh, hier raus zu können.
Irgendwas passiert jetzt. Arkham Knight. Schnell ins Bildmobil, ey. Ich glaube, wir haben da was zu klären mit dem Typen. Alfred. Hab ich gesehen, Sir. Erstes Grenzsignal, dass das Fahrzeug unbemannt ist und ferngesteuert wird. Waffensicherung deaktiviert. Na komm schon, du Held! Sehen wir doch mal, ob du mithalten kannst! Erstmal die kleinen Panzerchen hier. Hast du das gespürt? Das ist nur der erste von vielen. Ich kann nichts machen, dabei steht da linke Maustaste. Du hast dein Wissen noch nicht verloren. Gut, das macht die Sache doch sehr viel interessanter. Was ist los? Werden deine Reaktionen langsamer? Es ist kacke, immer zu wechseln. Gut geschossen. Ich wünschte, ich könnte dabei sein. Doch dann würdest du nicht nur zurücknehmen. Das ist immer nervig zwischen Kampfmodus und... Es wäre viel einfacher, wenn es nicht so wäre. Leb wohl. Okay, zweiter Versuch. Gegen so einen darf man sterben. Alfred. Hab ich gesehen, Sir. Erstes Grenzsignal, dass das Fahrzeug unbemannt ist und ferngesteuert wird. Waffensicherung deaktiviert. Na komm schon, du Held! Sehen wir doch mal, ob du mithalten kannst! Hast du das gespürt? Das ist nur der erste von vielen! So, jetzt werde ich es aber hinkriegen. Komm schon, biete mir einen richtigen Kampf! Was ist los? Werden deine Reaktionen langsamer? Vielleicht solltest du einfach aufgeben! Gut geschossen! Ich wünschte, ich könnte dabei sein! Das war's. Gut, weg hier. Du hast noch nicht gewonnen. Heute Nacht bezahlst du für alles. Oracle, Scarecrow bereitet die Bombe in der zentralen Mischkammer vor. Ich brauche einen Weg rein, und zwar jetzt. Ich arbeite dran, aber es wird ein paar Minuten dauern. Finde ihn, Barbara. Geduld ist eine Tugend. Schon mal gehört, oder? Wir haben keine Zeit, Barbara.
Ja, das sieht aus wie so ein Aufzug. Hier. Das waren alle, Gordon. Diese beiden hatten Glück. Scarecrows Männer haben die anderen Arbeiter getötet. Mist, Kerle. Bring sie aufs Revier, aber sei vorsichtig, Jim. Die Miliz ist überall. Furcht vor dem Glauben. Was willst du machen? Ich werde Crane zeigen, was passiert, wenn er sich mit meiner Stadt anlegt. So sieht's aus. Wir machen jetzt mal was am Bettmobil. Nachbrenneraufladung. Eine kürzere Laufladezeit des Nachbrenners. Die Panzerung verstärken. Fährt die Panzerungsstufe des Bettmobils in den kritischen Bereich ab, werden alle Reserven in die Waffensysteme umgeleitet. Und die Sekundärbewaffnungsenergie sofort auf Stufe 2 geladen. Zielgenauigkeit. Haben wir ja schon gemacht.